Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir waren letztens stehen geblieben, unsere schöne Grundmauer zu errichten, unseres schönen Hauses. Und ja, wie ihr es sicher schon bemerkt habt, ich habe jetzt Hintergrundmelodie, beziehungsweise Hintergrundmusik. Ja, hat viele Gründe, aber ist jetzt vorerst mal nicht ganz so wichtig. Ich werde erstmal für heute wieder ein bisschen mehr Holz farmen und damit starten wir einfach ganz normal wie gewohnt, wie sonst auch immer. Und ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt im Punkto, welche Games ich zocke und welche nicht. Und ich habe jetzt einen klaren Entschluss gezogen. Ich weiß auch schon, was ich jetzt heute noch aufnehmen werde. Und ja, nach der Aufnahme werde ich wahrscheinlich dann schon noch dran sitzen und erstmal die nächste Aufnahme noch starten. Aber gut. Sei es drum, ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, was es sein wird. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist ein relativ aktuelles Game. Kann ich nur dazu sagen. Und ich muss noch dazu sagen, die anderen Teile des Spiels, ja, es gibt mehrere Teile des Games, sind bis jetzt alle ganz gut. Der ein oder andere Part war vielleicht nicht ganz so toll. Und wir haben einen Zombie in unserer Höhle. Wow, okay, wo kommt der denn her? Ja, klatschen wir den erstmal um. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Dann mache ich mal hier weiter. Ich werde mir am besten gleich zwei machen, da wir sowieso relativ viel Holz brauchen. Ja, geht leider nicht. So, dann steuere ich einfach mal die ein oder anderen Items hier. Blöcke, whatever man es nennen möchte. Erde brauchen wir noch. Dann das hier rein, das rein, das hier rein. Ja, dann erstmal wieder schlafen. Was sonst? Ist ja immer dasselbe. Kaum spielt man, kaum fängt man an. Schon muss man wieder schlafen gehen, weil es wieder dunkel wird. Ja, essen sollte ich eigentlich auch bald. Gut, dann nehmen wir uns gleich noch die Hähnchen. Waren es Hähnchen, die wohl im Ofen lagen? Oder was war es genau? Lammfleisch, genau. So. Die Hintergrundmusik unter anderem ist ein großer Grund, weil es einfach, wenn ich nicht reden sollte, einfach so enorm still ist. Und ich möchte das einfach nicht, dass es für euch langweilig wird. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen Hintergrundmusik. Ich werde dennoch ganz mal weiterreden, wie sonst auch immer. Und ja. Ich liebe es, Sachen zu grinden. Also es ist ja immer wieder das Tolle, wenn man ein Item, das man braucht, so, weiß nicht, keine Ahnung, gefühlt 5000 Mal abbauen muss, weil man so viel Zeug braucht und weiß nicht, ich, genau deswegen liebe ich auch Skyblock so sehr. Ich meine, der eine oder andere wird sagen, Skyblock, grinden, nicht so geil. Ganz ehrlich, Leute, es ist mir sowas von vollkommen scheißegal. Ich liebe es, wenn ich in einem Spiel etwas grinden muss, um etwas Gutes daraus zu erhalten. Es war damals auch schon bei World of Warcraft so. Ich habe viel World of Warcraft damals gespielt. Sehr, sehr viel World of Warcraft. Man kann wirklich sagen, ich bin gefühlt 24/7 am PC gesessen. Ja. Ich war innerhalb kürzester Zeit gemaxt, also im Level Herz. Ich habe damals einen Nachtelfen Dudu gehabt.
Gut, ich war erst auf der Seite der Horde. Also ich war erst Hordler und dann habe ich gewechselt wegen meinem Bruder, weil der mit mir zusammen damals dann World of Warcraft gezockt hat. Hab aufgrund dessen dann zurück, beziehungsweise auf die Seite der Allianz gewechselt und seitdem bin ich eigentlich immer nur Allianz und es macht mir auch verdammt viel Spaß, Allianz zu spielen. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, hey, ich mag böse Sachen nicht oder sonstiges. Nee, im Gegenteil. Ich meine, ich liebe die Designs der Horde. Also ich liebe das Ork-Design, ich liebe Troll, liebe, wie heißen sie? Die Goblins, ich, Blutelfen, alles Mögliche eigentlich. Es ist alles echt gut, verdammt gut designt. Und an dem lag es aber nicht. Also es lag wirklich alleine an dem Grund, dass mein Bruder mit mir zusammen gezockt hat damals. Und ich, ja, hab mir dann gesagt, okay, ja, das mache ich, dann können wir zusammen zocken. Er hat mich damals auch an seine, also nicht in seine Gilde, aber in der Gilde, wo er halt auch war, eingeladen. Er war da irgendwie ein bisschen höher und konnte mich da aufgrund dessen einladen. Auf jeden Fall haben wir damals echt viel Zeit verschwendet. Beziehungsweise, was heißt verschwendet? Ich hatte echt schöne Zeit in World of Warcraft damals. Also es hat echt enorm viel Spaß gemacht. Und ab und zu denke ich mir so, ja, World of Warcraft wieder zu zocken wäre schon richtig nice, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fan, dass ich monatlich für ein Spiel, das ich sowieso nochmal kaufen muss, also abgesehen davon, dass ich jetzt jede Version kaufen muss, jede Erweiterung bezahlen muss und dann noch monatlich zahlen muss. Ich meine, okay, Blizzard hat sich das halt so ausgedacht, hat sich damit durchgesetzt. Es funktioniert auch echt gut, nach wie vor noch. Was ich halt an sich nicht unbedingt jetzt schlecht finde, aber meinerseits, ich mag es halt nicht. Ich bin halt nicht so der Fan davon. Ich meine, ich habe damals viel genug Geld versenkt in World of Warcraft. Also sei es die Erweiterungen kaufen, sei es die Spielzeit bezahlen, monatlich, bis hin zum Pet, also Mount, was ich mir damals geholt habe, für, weiß nicht, 25 € oder so, was das kostet. Also, es ging mega viel Geld drauf und ja, bin ich stolz drauf. Nicht unbedingt, das hätte nicht sein müssen, aber es ist halt nun mal so passiert und es hat mir auch trotz alledem eine enorm gute Zeit gegeben. Es hat echt, wie gesagt, verdammt viel Spaß gemacht. Ja. Solche Spiele wie World of Warcraft halt in diesem Stil, sag ich jetzt mal, findest du halt auch nicht unbedingt ganz so leicht. Ich meine, ich stehe ja voll auf solche Spiele, wo man halt echt lange und viel machen kann. Und ja. Es war echt mein Leben damals. Wirklich. Man kann es wirklich nur so sagen. Es war mein Leben. Es war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich bin von der Arbeit heim. Ich habe den PC angemacht. Ich bin in World of Warcraft rein. Ich bin teilweise bis um, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Uhr morgens gesessen. Habe dann vielleicht 1, 2 Stunden gepennt oder so. Und dann bin ich wieder zurück. Also wieder in die Arbeit gefahren. Also es waren echt schon Hardcore-Zeiten dabei damals. Und dann muss ich dazu offen und ehrlich sagen, ich war 3 Monate dann daheim, wo ich halt quasi nichts gemacht habe und ich habe diese 3 Monate einfach nur extremst dermaßen durchgesuchtet und ja, es war schon echt verdammt krass, aber gut, mal zurück zu dem Thema zu kommen, warum ich es so liebe zu grinden, ne? Es war halt einfach im WoW damals diese PvP-Gear, die wo ich unbedingt haben wollte und man musste halt, keine Ahnung, so und so viele Kills haben. Also Strikes muss man, also Streaks musste man halt haben. Und das hat einfach so ewig lange gedauert, aber trotzdem war es halt einfach so geil, ne? Also es hat so viel Spaß gemacht und ja, ich vermisse es ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ich habe mittlerweile ein Leben. Ich meine, ich zock zwar immer noch selten, verdammt gerne, nicht selten, also verdammt gerne zocke ich immer noch. Es ist wirklich immer noch eine enorm Riesenleidenschaft von mir und
Ich denke, diese Leidenschaft, die werde ich auch für immer mein Leben lang behalten. Es kommt immer so viel neues Zeug raus im Jahr und so viel Steigerungen, sei es Grafik, sei es Audios, musiktechnisch in den Games und Inhalte, Stories oder sonstiges. Es hört einfach nicht auf. Es geht halt immer weiter. Es ist in einem stetigen Wachstum und ja, es ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich's beschreiben soll. Es ist einfach total episch. Naja, aber genau deswegen liebe ich es halt einfach, Sachen zu grinden, weil man halt einfach dann, wenn man das bestimmte Item gefarmt hat, weil man dann einfach sieht, okay, man hat die Arbeit hinter sich, man hat dieses Item erhalten und wenn es jetzt ein extrem seltenes Item ist, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wie jetzt irgendwie eine Rüstung oder sowas oder eine Waffe und die kriegst du halt nur ganz selten und musst halt echt viel, viel, viel Zeit investieren, um sie zu erhalten, dann fühlt man sich einfach verdammt gut, vor allem wenn man dann weiß, okay, das Ding hat einen enorm riesen Wert oder ist teilweise sogar unverkäuflich, weil es halt einfach am Markt es viel zu selten gibt und die Preise einfach ins Unermessliche steigen würden und sich das so nach dem Motto keiner eigentlich leisten könnte im Game und vielleicht die Währung sogar noch gar nicht erfunden ist, weil manche Spiele sind halt beschränkt auf, weiß ich nicht, 2,147 Billionen oder so. Es ist meistens so ein Limit gesetzt, wo man halt einfach nicht mehr weiter kann. Und ja, ich habe jetzt schon viele Spiele angezockt, wo halt einfach das Limit dann wirklich 2,147 Billionen ist. Und ja, das Item dann einfach zum Beispiel über dem Wert ist und was man halt einfach haben kann. Ich meine, ich kenne es von RuneScape, der eine oder andere vielleicht wird es kennen. Ich habe RuneScape damals auch unendlich lange gezockt. Ich meine, ich habe damals angefangen, ich war echt verdammt schlecht, weil ich halt einfach noch ziemlich jung war. Hab dann den Account eigentlich bloß so, ja, hier und da mal bewegt. Ich war zwar immer lange online, aber ich habe irgendwie gefühlt nichts geschafft auf dem Account. Und naja. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn man dann älter wird vielleicht, beziehungsweise wird dann der ein oder andere auch sagen, ja, hey, komm, das will ich jetzt erreichen, das mache ich, das ziehe ich jetzt durch und so. Und ich habe dann auch innerhalb 3 Monate meinen Account doppelt so weit gespielt als meinen alten. Also, ich habe mir extra einen neuen gemacht, weil ich halt einfach nicht da weiterspielen wollte, wo ich damals aufgehört habe, wo ich noch kleiner war, sondern ich wollte halt einfach komplett neu anfangen. Und das habe ich dann auch natürlich gemacht damals mit RuneScape. Und ja, wenn ich so gucke, ich habe rein aus Interesse geguckt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt meinen Account verkaufen würde oder sonstiges. Nee, ich behalte meinen Account wirklich sehr gerne, weil es halt einfach mein Erfolg ist, den ich erreicht habe. Und ich habe mal geguckt, mein Account wäre so zwischen 200 bis 300 Euro wert. Also das liegt halt immer ganz drauf an, wie der Markt gerade ist. Aber ich will sowas sowieso nicht machen, weil ich halte nichts von Account Trading oder sonstiges oder irgendwie so. Es ist meiner Meinung nach einfach nur, ja, Faulheit. Faulheit und Geld ausgeben. Mehr nicht. Also deswegen halte ich da null davon und habe es auch nie in Erwägung gezogen, jetzt meinen Account zu verkaufen oder sonstiges. Ich meine, ich habe nur mal geguckt, was mein Account denn so wert wäre. Weil es mich halt einfach interessiert, wie weit mein Fortschritt denn einfach schon ist. Und ja, daraus hat sich das dann ergeben, warum ich jetzt weiß, was mein Account wert wäre. Aber es gibt so viele Games, die ich angezockt habe. Ich habe Blade and Soul gezockt, ich habe Soulwalker gezockt, ich habe so viele Free-to-Play-Games durch, sei es MMOs und Pipapo, ja, Wolf Team damals, total lange auch gespielt und total gut gewesen, früher Verhältnisse. Combat Arms, alles Mögliche einfach. Und bei den ein oder anderen Spielen finde ich es einfach schade, dass sie mittlerweile eingestellt worden sind. Ich muss echt sagen, ich finde es mega schade, dass zum Beispiel Need for Speed World eingestellt worden ist. Es war so ein unglaubliches Game. Es hat echt so viel Spaß gemacht. Man hat mit einem Kumpel sein Auto designt. Man hatte vielleicht sogar fast denselben Namen, nur halt irgendwie gedreht oder so. Also ich und mein Bruder haben das damals so gemacht. Wir haben denselben Namen, bloß halt quasi ich die Silbe, die wo er vorne hat, hatte ich hinten und er andersrum. Also, ne? Und ja, wir haben so lange Need for Speed World damals gezockt und ja.
Oder GTA San Andreas Multiplayer. Auch so ewig lange gespielt. Versucht damals auch einen Server aufzumachen mit Kumpels und so. Und den am Laufenden zu halten. Aber ja, wie es halt so ist, es funktioniert nicht immer gut. Aber naja, sei es drum. So ist es halt nun mal. Ja, gut. Wir haben es auch für heute schon wieder geschafft. Viel geschafft habe ich nicht. Ich war ja eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwie zu quatschen. Ey, bisschen was habe ich schon erreicht. Also wir haben die Wand ein bisschen erweitern können. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz gefahren wie sonst. Wir haben jetzt auch mittlerweile mehr Bäume gesetzt, Gott sei Dank. Also werden wir ein bisschen das nächste Mal ein bisschen leichter haben, die Bäume zu farmen. Wir müssen nicht mehr so viel suchen und ja, gut. Dann auf jeden Fall. Wenn euch das. Jetzt bin ich total Brain AFK. Nein, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da und um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!